Hallo, ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie das neue Apple iPhone 5 in Betrieb nehmen, das heißt also die SIM-Karte einlegen. Beim Apple iPhone 5 ist ja eine neue Nano-SIM-Karte, die zur Verwendung kommt. Das heißt also, wenn Sie einen Telekom-Vertrag abschließen, bekommen Sie eine Nano-SIM zugeschickt, oder wenn Sie einen alten Vertrag haben und eine Vertragsverlängerung mit iPhone 5 gebucht haben, dann bekommen Sie eine Austauschkarte zugeschickt. Um die neue Nano-SIM zu aktivieren auf der Seite der Telekom, hier im Hintergrund schon offen, brauchen Sie neben Ihrer Kundennummer und Ihrer Mobilfunknummer auch die SIM-Kartennummer der alten und der neuen SIM-Karte. Deswegen habe ich hier mein altes iPhone 4. Hier an der Seite ist ja so ein kleiner Schlitz. Dann gibt es ja hier dieses Öffnungswerkzeug, was beim alten iPhone als auch beim neuen dabei liegt. Damit drücken Sie ganz fest in diesen Punkt an der Seite des Gerätes. Dann kommt hier so eine kleine Schublade raus und dann können Sie hier die SIM-Karte, die alte, rausnehmen. Wie gesagt, Sie brauchen die Nummer der alten SIM-Karte, um die neue SIM-Karte, die Nano-SIM, zu aktivieren. Wenn Sie dann hier auf der Telekom-Seite sind, gibt es dann diese Seite Nano-SIM-Kartentausch. Und hier müssen Sie dann, wie gesagt, eingeben Ihre Mobilfunkrufnummer, bisherige SIM-Kartennummer, Nano-SIM-Kartennummer und die Kundenkontonummer. Das mache ich dann jetzt einmal. Ich gebe die Daten jetzt gleich ein. Achso, hier ist übrigens die Nano-SIM. Diese liegt hier, ist hier auf diesem Träger montiert. Diese können Sie ganz vorsichtig herausbrechen. Und dann haben Sie hier diese kleine Karte, die in das Gerät eingesetzt wird. Auf der Rückseite steht die SIM-Kartennummer genauso drauf wie auch in dem Anschreiben der SIM-Karte. Also Sie können es auch direkt vom Anschreiben ablesen, wo es natürlich besser zu lesen ist. So. Ich gebe jetzt hier meine Daten ein. So, ich drücke jetzt hier auf Weiter, um meine Nano-SIM-Karte zu tauschen. Und hier wurde mir jetzt bestätigt, Nano-SIM-Kartentausch. Oder ist nochmal die Nachfrage, möchten Sie diese Karte ja aktivieren und damit die bisherige Karte deaktivieren? Das mache ich jetzt einmal. Und jetzt hier die Bestätigung, Kartentausch erfolgreich. Die Nano-SIM wird jetzt aktiviert und der Vorgang kann etwa 15 Minuten dauern. Ab dann kann ich mit meinem iPhone 5 im Telekom-Netz telefonieren und surfen.